Derzeit ist viel los. Das Rennen ist gerade hinter uns. War ja kein 24-Stunden-Rennen, es war ja 14 Stunden unterbrochen. Für mich geht ein Traum in Erfüllung. Allein die Strecke für einen selber ist ein Wahnsinn, aber das Ganze in dem Verkehr mit den schnellen Fahrzeugen und das in der Nacht. Ich habe sehr großen Respekt davor. Es ist, glaube ich, eines von den ganz wenigen Dingen, wo ich ehrlich bin, das mich so wirklich beeindrucken. Aber das ist beeindruckend, wenn zum ersten Mal so ein Geschwader GT3 an einem vorbeischießt. Da legst du nur mal die Ohren an und schaust, dass du es überstehst und keinen Fehler machst. Aufregung, die man da spürt, ist was, glaube ich, was so in der Form nirgendwo anders gibt wie bei dem 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Das ist genau da, wo Community entsteht. Das ist genau da, wo der echte Fan da ist. Das ist sowas von authentisch und ehrlich. Das gefällt mir und das ist genau das, wo ich hin will mit der Marke. Wenn das Thema heute negativ entschieden werden sollte, dann muss man das natürlich zur Kenntnis nehmen. Dann ist das eine Konzernentscheidung und dann wird es dafür Gründe geben. Und für uns hätte es natürlich weitreichende Konsequenzen. Das würde bedeuten, dass wir das Motorsport-Team ganz konkret signifikant verkleinern müssten. Das würde bedeuten, dass wahrscheinlich die besten Leute zuerst gehen würden. Das ist eigentlich wahrscheinlich der letzte sinnvolle Einstieg in den Spitzensport. Ich frage mich echt, wo jetzt die Stolpersteine noch sein sollten, bei denen wir alle abgeholt sind und wir sind drin. Wir haben das jetzt so oft auf und runter diskutiert, das Thema. Ich weiß gar nicht, wo noch offene Fragen sind im Endeffekt. Diese Frage nach Erfolg könnte kommen. Die Frage nach dem Erfolg könnte kommen, aber ich glaube, das sind wir gut vorbereitet. Was du da jetzt nochmal notiert hast. Das glaube ich auch. Wer nicht nur einfach ein Format ist, wenn ich bedienen, sondern das wird, glaube ich, in unserer Community schon interpretiert werden als BMW zieht sich weitgehend zurück. Also ich komme gerade aus der VS-Klausur Motorsport mit Fokus LMDH. Wir haben eine Stunde das Thema diskutiert. Es war eine sehr wertschätzende Diskussion, man hat mich präsentieren lassen. Man hat sich die Gründe angehört, warum LMDH Sinn macht, warum das strategisch passt. Und man hat zum Schluss beschlossen, dass wir mitmachen. Und es war super schön zusammengefasst am Ende vom A, der gesagt hat, und er will nicht, dass wir nachher wieder reden, der eine ist dabei und vielleicht dabei und der andere hat kein Geld. Sondern entweder wir machen es jetzt oder wir machen es nicht. Und es gab dann ein Thumbs Up von allen Vorständen geschlossen. Der Zipse hat mir in großer Runde gesagt, er spürt es, dass beim Motorsport ein Aufbruch da ist. Er hat vollstes Vertrauen, dass wir das Thema wuppen werden. Er hat vollstes Vertrauen, dass wir erfolgreich sein werden. Und vor dem her gibt es überhaupt keine Bedenken, dass wir das Thema jetzt umsetzen.